Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Freundschaftsspiel zweier Mannschaften, von denen man eine ganze Menge erwarten darf, auch wenn die Saison im Prinzip noch gar nicht angefangen hat. Ja, Tom, das ist richtig. Trotzdem sind beide Teams viel zu ehrgeizig und die Trainer sind es natürlich auch. Sie wollen jetzt sehen, Mensch, was haben meine Jungs denn schon drauf? Sie haben alles aufgeboten, was da ist. Alle Stars werden spielen. Die Fans sind hungrig, endlich wieder Fußball zu haben. Sie haben wieder für ihre Lieblinge verzichten müssen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch drauf. Ivica Olic. Was macht er jetzt? Tolle Parade. Das Ding war eigentlich unhaltbar, aber eben nur eigentlich. Hat er souverän zu einem Mitspieler geworfen. In der Hintermannschaft arbeiten sie als eine richtige Einheit. Jetzt Bastian Schweinsteiger. Gut gemacht. Marc van Bommel. Müller. Und er kann von weit draußen schießen. Der Schuss war eigentlich nicht schlecht, aber trotzdem geht er deutlich am Tor vorbei. Ah, das war nicht so leicht. Er hatte ganz wenig Platz, wurde da bedrängt und immerhin hat er es noch versucht. Er hat den Ball weit abgestoßen. Ja, da war der Angreifer schon durch, aber der letzte Verteidiger hat aufgepasst. Klasse gemacht. Das ist Franck Ribéry. So, da ist er wieder im Ballbesitz. Nigel de Jong. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Ja, die Proteste sind da, die Proteste sind laut, aber das war schon ein faires Tackling. Marc van Bommel. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Er soll jetzt für zusätzlichen Druck im Angriff sorgen und wird gleich angespielt. Gute Stellung spielen. Zum Torwart. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Oh, das war kein guter Pass und die Strafe folgt auf dem Fuß. Klose. Marc van Bommel. Ja, überhaupt kein Problem für den Verteidiger. Am Ball, Miroslav Klose. Den müsste er doch jetzt verwandeln. Haben Sie das gesehen, liebe Zuschauer? Das hat sie richtig gut gemacht. Die Bayern, tolle Kombination, schönes Zusammenspiel und natürlich auch ein herrliches Ding. Ja, tolle Aktion, da hat die gegnerische Hintermannschaft einen Moment lang nicht aufgepasst. Konzentriert, wie der Abwehrspieler da in den Zweikampf geht. Das ist die Chance, herrlich platziert. Wie aus dem Lehrbuch, genau da musste der Ball hin. Solche Schüsse sind fast unhaltbar. Toll. So schnell kann ein Spiel kippen. Nach diesem Ausgleichstor ist alles wieder völlig offen. Also so weit am Tor vorbei, mein lieber Mann, das hätte ja fast schon Einwurf gegeben. Ja, also wenn er das so macht, das war ja ganz schlimm. Also da braucht er es gar nicht versuchen. Und solche Chancen macht er normalerweise rein. Klose. Schön gespielt. Alles gepasst und deswegen liegt der Ball noch weiter im Kasten. Gareth Barry. Ja, klasse Abwehrleistung. Johnson. Miroslav Klose.
haben vorne auch jetzt eine Anspielstation mehr. Erste Hälfte unentschieden, 1:1. Viel ist noch nicht passiert, aber das liegt daran, dass beide Teams in den ersten 45 Minuten sehr konzentriert zu Werke gegangen sind. Ich bin gespannt, ob die zweite Halbzeit ähnlich eng wird. Ganz clever, ganz gut gemacht vom Abwehrspieler. So, und was macht jetzt der Torhüter? Das könnte was geben. Ganz knapp geht der Ball vorbei. Oh, das hat er klasse gemacht. Bis auf den Abschluss. So, jetzt heißt es, sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen, weiter nachzusetzen, auch wenn das eigentlich die Führung hätte sein müssen. Diese Abwehr eine Lücke zu finden, das ist verdammt schwierig. Kolo Touré. Und vorbei am Gegner. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, aber da kommt der Torwart. Klasse gemacht. Verändert. Da will der Coach jetzt natürlich darauf reagieren und das macht er mit dieser Auswechslung. Nigel de Jong. Klasse Stellungsspiel. Tevez. Und der Verteidiger kommt zu spät. Und ganz klar ist, wenn er jetzt die... Und jawohl! Tor! Tor! Und nochmal Tor! Jetzt hat er schon zwei Tore geschossen und... Das muss nicht sein letztes gewesen sein. So, jetzt sind wir aber gespannt, ob der Trainer reagiert. Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen, denn der hat ja schon zwei Tore erzielt. Ja klar, nach dem Platzverweis muss der Trainer reagieren, baut jetzt seine Mannschaft um, deswegen wird ausgewechselt. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Miroslav Klose jetzt. So, das könnte jetzt seine große Chance sein. Jetzt muss er nur noch am Keeper vorbei. Und ein super Tor. Ja, toll gemacht. Mit ganz viel Mut und Selbstvertrauen zieht er ab und belohnt sich selbst mit diesem Tor. Das kann er aus der Entfernung. Das wissen wir. Das hat wirklich Spaß gemacht, diesen Treffer zuzuschauen. Das war das Ergebnis von ja fast schon bedingungslosen Offensivtreffer. Gute Abwehrarbeit. Miroslav Klose. Jetzt Kompany. Milner. Yaya Touré. Das ist ja Weltklasse. Wie die Idee, wie perfekt die organisiert sind. Johnson. Ja, jetzt muss er eigentlich flanken. Es gibt Eckball gegen die Bayern. Oh, klasse Ecke, wie er die reinzieht. Ibiza Olic. Mark von Hoffmann. Schön gemacht. Silva. Eindeutige Abseitsposition, ganz eindeutig. Ja, eine knappe Entscheidung, aber der Schiedsrichterassistent hat ihn im Abseits gesehen. Und die
Nachspielzeit soll bei 3 Minuten liegen. Achtung, Achtung, ganz alleine vom Tor. Tischer, Rundwurf, kommt auf, in diesem Fall ist es ein Tor. Und in buchstäblich letzter Sekunde machen sie hier alles klar. Jetzt kann nichts mehr passieren. Der Schiedsrichter müsste die Partie jeden Moment beenden. Und noch Vorsprung für den FC Bayern. Aber den haben sie sich mit Kampfgeist verdient. Und jetzt wollen sie natürlich die Führung über die Zeit retten. Johnson. Und da musst du die Lücke erstmal finden. Die stehen hinten so kompakt. Und jetzt steht eigentlich dem Tor nur noch der Keeper im Weg. Der geht ganz knapp vorbei. Ja, ein guter Versuch. Immerhin, er hat es probiert. Ich versuche weiterhin die Führung auszunehmen. Ist von der Einstellung her auch richtig. Und das ging hier ganz eng so. Und sie waren nah dran am Ausgleich. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Das Endergebnis 3:2. Ja, das ist doch unglaublich. Damit hätte hier im Stadion niemand mehr gerechnet. Kurz vor dem Schlusspfiff haben sie hier noch alles klar gemacht.